Wart oder Überwart ist ein sehr cleaner Streetwear-Store mit einem Touch von High-End. Vor Ort sind eher solche Sneaker-Forten wie New Balance. Gleichzeitig haben sie aber diesen High-End-Touch mit Marken wie Acne, Common Project, Comedy Garçon Play und einer meiner Lieblingsdeutschen Marken, A Kind of Guys. Geht euer Style in diese Richtung, ist der Store auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Also schaut vorbei. Frieda ist mal wieder ein Store für die Monocomboys. Er ist sehr schwarz-weiß-lastig und halt ein High-Fashion-Store mit einer düsteren, avantgardistischen Ästhetik. Durch Marken wie Margiela, Andy, Heider Ackermann, Yuji Yamamoto, Rick Owens und sie haben sogar Werkstatt München im Store. Also falls das eure Ästhetik ist, müsst ihr auf jeden Fall bei Frieda vorbeischauen. Rund um den Goetheplatz findet ihr solche Marken wie Zara, Kors, Salvatore Ferragamo, Louis Vuitton und in der Goethestraße findet ihr solche Marken halt wie Prada, Chanel und alle weiteren High-End-Marken, die ihr euch wünschen könnt. Listen ist ein High-Fashion-Store mit einem sehr schönen Interieur. Sie haben unter anderem Marken wie Pierre Moss, der Newcomer des Jahres von Vogue, Undercover, Viswim, Ada Error, Alix, Drôle de Monsieur. Habe ich es richtig gesagt? Deswegen finde ich, dass The Listener einer der besten Stores in Frankfurt ist und ich würde es auf jeden Fall für jeden Besucher in Frankfurt empfehlen. Plus, die Mitarbeiter dort sind top. Zu guter Letzt haben wir noch 43,5, das ist ein Sneaker-Store, wo ihr sogar eure Sneaker weiterverkaufen könnt. Auf jeden Fall vorbeischauen und genießt natürlich das Spielen vor Ort, das hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, welche Stadt ich als nächstes machen soll und lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.